Und damit heiße ich euch willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Mittelerde Fight Club. Das ist jetzt für heute die letzte Folge. Ich habe vorher gesagt, ich war mir nicht sicher, ob heute Mittelerde Fight Club kommt. Aber ja, letzte Woche hieß es in den Kommentaren, dass Ideen schon eine Weile ausgegangen sind, ob ich nicht vielleicht es pausieren möchte fürs Erste oder sowas machen möchte wie ein Was-wäre-wenn-Format. Ich habe damals aber schon geschrieben, dass ich das für schwieriger halte. Und vorher bei den Folgen habe ich eben gesagt, wenn mir was einfällt, kommt halt noch der Mittelerde Fight Club. So werde ich es auch bei nächsten Folgen handhaben. Sofern ihr nicht in den Kommentaren schreibt, dass ihr eindeutig was anderes haben wollt. Aber ich würde es gerne so handhaben, dass solange Ideen da sind, der Mittelerde Fight Club erstmal weiterläuft. Und wenn das dann nicht mehr der Fall sein sollte, man wirklich zu was anderem wechselt. Beim letzten Mal hatten wir Aragorn gegen Imrahil, eine Figur, die nur im Buch vorkommt und eine sehr bekannte Hauptfigur, die sowohl im Buch als auch im Film vorkommt. Und Aragorn ist ein sehr gutes Stichwort, denn auch heute haben wir ein Duell von zwei Personen, die beide mit Aragorn viel zu tun haben und beides Frauen sind. Heute ist nämlich der Kampf von Arwen gegen Eowyn. Er könnte natürlich ein bisschen schwierig sein, aus dem ganz einfachen Grund. Wir fangen ja mit Arwen an. Und das Problem ist, buchtechnisch gibt es über Arwen nicht viel. Buchtechnisch, gerade was den Kampf angeht, gibt es bei ihr eigentlich gar nichts. Das Einzige, was man halt buchtechnisch weiß, was hier im Mittelerde Fight Club interessant sein könnte, ist halt, dass sie ja die Tochter von Elrond und Celebrimbor ist und damit Galadriels Enkelin. Dass sie eben zwei Brüder hat, Eladan und Elro hier, die hier sehr oft Orks jagen, teilweise mit Jung Dundein, oft mit Aragorn. Und dass sie genauso wie Elrond zu einem gewissen Teil die Gabe der Voraussicht hat und damit bestimmte Dinge sehen kann in der Zukunft, die zwar nicht hundertprozentig so eintreffen müssen, aber können. Im Film kämpferisch ist bei ihr einiges mehr. Im Film zum Beispiel trägt sie ein Schwert, nämlich das Schwert, was Elrond davor hatte in der Schlacht des letzten Bündnis. Im Film reitet sie auch und hat, sagen wir mal, eine gewisse Magieaffinität bei den Nazgul, da sie ja im Film den Bruinen beschworen hat mit den Wasserpferden. Ich gehe natürlich in diesem Matchup jetzt von der Filmversion aus, weil, wie gesagt, laut Buch ist Arwen absolut keine Kämpferin. Warum ich dann dieses Matchup genommen habe, warum ich das interessant finde, erkläre ich später noch. Wie gesagt, im Film ist sie eben bewaffnet, hat eine gewisse Magieaffinität und eigentlich war auch geplant, dass sie in Helm's Klamm mitkämpft, was aber rausgeschnitten wurde, weil Fans das schrecklich fanden. Aber ja, laut Film geht es bei ihr um einiges mehr. Warum finde ich das Matchup interessant? Weil wir hier zwei Frauen haben. Eine, die quasi mit Kämpfen nicht viel am Hut hat zumindest. Eine, die eine leidenschaftliche Kämpferin ist, Eowyn nämlich. Und weil halt beide verliebt sind, beziehungsweise zumindest romantische Gefühle haben. Bei Eowyn ist es ja später nicht mehr so stark für eben Aragorn, der durchaus eine Hauptfigur ist. Und beide laut Film bewaffnet sind recht ähnlich. Kommen wir aber davor zu Eowyn. Eowyn ist kämpferisch auch nicht so viel bekannt, wie man denken könnte, sowohl buch- als auch filmmäßig. Eowyn ist halt eine, wie soll ich es nennen? Sie ist eine Antifrau. Ja, ich weiß schon, das klingt kacke, das Wort. Klingt bestimmt auch ein bisschen rassistisch. Was ich damit meine, ist einfach, sie ist ja als Frau geboren und sie wollte schon immer im Grunde wie ein Mann behandelt werden. Sie wollte genauso wie ein Mann frei sein, kämpfen können, sich frei ausdrücken können, eben nicht beschränkt sein auf die, in Anführungszeichen, typischen Frauenaufgaben, sondern wollte halt selber entscheiden, was sie tun will und was nicht. Bei ihr weiß man, dass sie genauso wie ihr Bruder Eomer von Theoden aufgezogen wurde, in frühem Alter, weil ihr Vater
Eomund im Kampf gegen Orks gestorben ist und ihre Mutter kurz danach auch verstorben, aus Trauer über den Verlust ihres Mannes. Eowyn war sehr lange gezwungen, Theoden zu pflegen, halt wegen der Schwächung durch Saruman und Schlangenzunge. Eowyn ist eine Schildmaid. Sie hat, zumindest laut Film, trainiert sie immer mal wieder heimlich den Kampf. Laut Buch meines Wissens weiß man, dass sie kämpft. Aber auch da ist es nicht sehr gerne gesehen, weil sie halt eine Frau ist und Frauen in Mittelerde so ein bisschen, nicht untergestellt sind. Aber eben Frauen, das in Mittelerde eigentlich nicht, es ist kein Standard, sie sollten es eigentlich nicht machen. Beim Buch gibt es eine interessante Sache, die sich vom Film unterscheidet, und zwar nach Theodens Genesung, also nachdem Gandalf Theoden von Sarumans Bann befreit hat. Er entscheidet sich ja, nach Helm's Klamm zu gehen. Das ist übrigens eine Sache, die sich auch unterscheidet, weil im Film empfiehlt Gandalf Helm's Klamm. Blödsinn. Im Buch empfiehlt Gandalf Helm's Klamm, weil Theoden im Buch ursprünglich an den Pfoten des Isen kämpfen will, während im Film Gandalf Helm's Klamm für nicht klug hält und Theoden halt da selber entscheidet, in Helm's Klamm zu sein. Das ist der eine Unterschied. Und der zweite Unterschied ist, im Film begleitet ja Eowyn die Männer bei der Flucht nach Helm's Klamm, kann dort aber nicht mitkämpfen. Sie darf nicht, sie soll sich um die Frauen kümmern, um die Kinder kümmern, um die kümmern, die nicht kämpfen können. Und im Buch ist es ein bisschen anders. Im Buch gibt es eine Szene, wo eben Theoden sagt, ja, wer soll denn das Volk anführen, wenn ich jetzt mit den meisten meines Hauses nach Helm's Klamm gehe? Wer soll denn dann hier bleiben und das Volk anführen bzw. verteidigen, sollten wir es nicht schaffen? Und Hamer, also der Torwächter, einer der Leibwache von König Theoden, empfiehlt Eowyn. Sagt, ja, die Leute lieben sie, lasst doch Eowyn an eurer Stadt regieren, bis ihr zurück seid. Und Eowyn kriegt dann auch von Theoden Schwert und Harnisch. Also da wird sie quasi mehr akzeptiert als Kämpfer, als Kriegerin, während davor es, wie gesagt, eher heimlich war. Und ja, die bekannteste Kampfhandlung von Eowyn ist natürlich bei der Schlacht um Minas Tirith auf dem Pelennor, sowohl im Buch als auch im Film. Im Film ist es halt so, dass sie mit den Reitern mitgegangen ist. Das ist auch ein bisschen unterschiedlich. Im Buch darf sie nicht. Also sie darf eigentlich in beiden nicht. In beiden sagt Theoden wieder, sie soll sich um die kümmern, die eben zurückbleiben, die nicht mit können oder eben das Volk beschützen, falls alles schlecht ausgeht. Aber im Buch ist halt auch sehr wichtig, dass sie ja, wie soll ich sagen, dass sie ja von Aragorn ein Nein bekommen hat, weil sie sich ja in ihn verliebt hat. Und Aragorn hat halt gesagt, er kann nicht, er ist schon, sein Herz ist schon an Arwen vergeben. Er kann ihr nicht das geben, was sie sucht, weil sie ihn da auch eben fragt im Buch, ob sie mit ihm zu den Pfahlen der Toten mitgehen kann. Da sagt sie bewusst, sie fürchtet weder Tod noch Kampf. Das Einzige, was sie fürchtet, ist ein Käfig. Ein Käfig, der sie davon abhält, dass sie nichts mehr machen kann. Der sie einfach so lange zurückhält, bis Alter oder Krankheit es völlig verhindern, dass in irgendeiner Weise sie Heldentaten vollbringen kann. Und da eben Aragorn sie weder mitnimmt, noch ihr sein Herz geben will, beziehungsweise eben sagt, dass das nicht geht, dass er ihr nicht geben kann, was sie sucht, verzweifelt sie, verkleidet sich als Soldat und reitet dann mit nach Minas Tirith. Also im Buch ist nochmal ein bisschen Ärger mit der ganzen nach Minas Tirith mit Reitgeschichte. Dort auf dem Schlachtfeld kämpft sie, töten sie und Merry unter anderem ein Mumak. Und natürlich das bekannte Duell gegen den Hexenkönig, der Theoden zu Boden gerissen hatte, ihn gerade töten wollte, wo sie sich dann als Einzige dazwischen stellt und erst seinen geflügelten Schatten einen Kopf kürzer macht und dann im Zweikampf ihn töten kann. Wobei man dazu sagen muss, und das gilt sowohl im Buch als auch im Film, dass beim Hexenkönig sie Hilfe hatte, und zwar von Merry. Im Film ist es ja so, also der Hexenkönig bricht ja ihren Schildarm
Und auch ihr Schild mit seinem Streitkolben oder seiner Keule oder seinem Morgenstern, wie auch immer man das nennen mag. Und Mary sticht ihn dann von hinten in den Fuß, sowohl im Film als auch im Buch. Dadurch geht der Hexenkönig in die Knie und das gibt Eowyn erst die Möglichkeit, den Todesstoß auszuführen. Natürlich hat es auch damit zu tun, dass sie eine Frau ist und der Hexenkönig halt nur durch keines Mannes Hand fällt, aber durch Frauen schon. Sollte man aber bedenken, Eowyn hatte gegen den Hexenkönig Hilfe. Ansonsten tritt sie kämpferisch auch nicht in Erscheinung, weil danach kann sie nicht kämpfen. Durch den Kampf mit dem Nazgul fällt sie unter einen schwarzen Anhauch und ist dann erstmal in einer Art Koma, aus der Aragorn sie retten kann, wegen eben Attilas und wegen, weil er halt der König ist. Und ja, es ist halt sehr interessant. Arwen ist laut Buch, wie gesagt, absolut das absolute Gegenteil einer Kämpferin. Sie ist höchstens insofern eine Kämpferin, dass sie halt zum Beispiel zwei Brüder hat, die sehr oft gegen Orks zu Felde ziehen, auf irgendeine Art. Dass sie natürlich wegen Bruchtals Tradition ein bisschen vielleicht mal was davon gehört hat. Aber das war es auch schon. Wie gesagt, gehe ich von der Filmdarstellung aus. Und von der Filmdarstellung kann sie halt zumindest ein bisschen kämpfen. Sie hat zumindest eine Waffe und kann, wie gesagt, in gewissem Sinne Magie beschwören. Und durch die Planung, sie in Helms Klamm einzubauen, auch wenn es verworfen wurde, gehe ich davon aus, dass sie halt auch eine Rüstung theoretisch geplant besessen hätte. Und von der Ausrüstung sind die beiden Frauen recht ähnlich. Beide können reiten. Beide haben ein Schwert. Arwen hat halt keine Rüstung, zumindest nicht geplant. Eowyn hat definitiv Rüstung und Schild und zeitweise, zumindest im Film hatte sie zeitweise zwei Schwerter und kann definitiv besser reiten. Warum? Weil Arwen eine Rohirrim ist, weil Eowyn ja zu den Rohirrim gehört und die Rohirrim halt niemals ist talentierter mit Fernen als die Rohirrim. Andererseits, Arwen ist eine Elbe, zwar nur eine Halbelbe, die sich, ja, sie hat sich für die Menschen entschieden, aber davor eine Elbe. Und als Elbe hat sie ein paar natürliche Attribute, zum Beispiel, dass sie von Grund auf beweglicher sind als Menschen. Arwen ist auch definitiv älter, hat mehr Lebenserfahrung als Eowyn, definitiv. Und was es mit den Pferden angeht, ja, die Rohirrim sind die meisten der Pferde, aber nur unter den Menschen. Unter den Elben gibt es einige, die mit den Pferden noch besser umgehen können. Wir wissen, dass zum Beispiel Arwen im Film ihr Pferd antreiben konnte, dass es wirklich sehr, sehr schnell war. Die Nazgul konnten sie nicht einholen. Und ja, deswegen halte ich diesen Kampf für sehr interessant. Ich kann mir vorstellen, dass viele sagen, ja, Eowyn gewinnt ganz klar, weil Eowyn hat Kampferfahrung und Eowyn hat auf jeden Fall eine Rüstung und Eowyn hat halt auf jeden Fall, egal welche Quelle, den Kampf trainiert und ja, stimmt alles. Ich würde Arwen aber nicht abschreiben. Weil Arwen, wie gesagt, auf jeden Fall mehr Lebenserfahrung, laut Film zumindest bewaffnet und der Magie bewandert, laut beide Briten. Und was noch interessant in diesem Punkt ist, was ich für interessant halte, ist eben das mit Aragorn. Beide lieben Aragorn, aber nur Arwen hat halt die Sicherheit, dass sie mit ihm wirklich zusammen ist. Eowyn nicht. Eowyn ist eben darüber verzweifelt. Das ist was Ähnliches, wie wir bei Aragorn und Turin hatten, in einem der ersten Mittelerde-Fight-Club-Folgen. Da kommt einfach diese Verzweiflung, dieser Wahnsinn ins Spiel. Der kann sehr, sehr, sehr mächtig sein. Eowyn könnte auf Arwen enorm wütend sein, weil sie weiß, das ist die Person, die mich daran hindert, dass ich mit meinem Traummann zusammen bin. Sie könnte da so eine Wut entfesseln, dass sie Eowyn einfach kurz und klein haut. Aber sie kann dadurch auch in ihr Verderben rennen. Sie kann dadurch eben auch nicht mehr nachdenken, in eine Art Rausch verfallen, was Arwen ausnutzen kann, weil Arwen eben ruhiger ist, mehr Lebenserfahrung hat und als Elbe definitiv beweglicher ist. Eowyn ist stärker körperlich, also körperlich stärker sind die Menschen schon, aber halt weniger beweglich. Und Arwen könnte das ausnutzen, das ist halt so ein bisschen eine Frage. Und Arwen, laut Film, wie gesagt, hier gehe ich vom Film aus, hat eben magische Erfahrungen, das hat Eowyn gar nicht. Das sollte man auch mitberechnen. Es ist halt, ich finde es sehr schwierig, Könnt ihr mir vorstellen, dass das, wie gesagt, ein bisschen
ein bisschen, sagen wir mal, zweigeteilt aufgefasst wird in den Kommentaren, dass vielleicht man entweder sagt, ja, geiles Thema, oder sagt, hey, Black Crystal, wo hast du dir den Blödsinn denn her? Weil eigentlich macht das nicht so viel Sinn. Aber ich finde es eben interessant und nicht so leicht entscheidbar, weil eben die beiden in gewisser Weise ähneln sich Arwen und Eowyn. Ich finde, der markanteste Unterschied zwischen beiden ist, Eowyn will kämpfen, darf aber nicht, zumindest in der Regel, meistens. Und Arwen will nicht unbedingt kämpfen, dürfte aber, theoretisch. Ich glaube, das ist der Hauptunterschied zwischen den beiden Frauen. Und der andere Hauptunterschied ist halt, dass die eine mit Aragorn zusammenkommt und die andere nicht. Was, wie wir ja aus der Realität auch wissen, üble Folgen haben kann. Ja, natürlich, nach dem Ringkrieg war Eowyn mit Faramir verheiratet, ist richtig. Aber hier gehen wir ja vom Status Quo aus. Und Status Quo war sie es nicht. Deswegen, da hier auch Status Quo ist, so tue ich auch rechtfertigen, dass wir eben Buch- und Filmquellen nehmen. Sonst könnte man nämlich sagen, ja, Eowyn gewinnt auf jeden Fall, weil Arwen hat weder Waffe noch Kampferfahrung noch Interesse dran, aber laut Film eben schon. Und das macht das Ganze, finde ich, sehr interessant. Als Fazit würde ich echt Eowyn zum Sieger küren. Aber ich muss sagen, nur knapp. Ich sehe Eowyn deswegen zum Sieger, weil sie nachweislich Kampferfahrung hat. Was Arwen nicht hatte. Arwen hat auch nach Film keine Kampferfahrung. Sie hat nur einmal Schwert gezogen gegen die Nazgul und da hat sie es nicht benutzt. Eowyn hat definitiv Tatsache sowohl im Buch als auch im Film gekämpft. Deswegen würde ich Eowyn den Sieg geben, aber eben nicht im Sinne von, ja, sie besiegt Arwen locker, sondern im Sinne von, es ist knapp und ihre Entschlossenheit führt sie zum Sieg. Und ansonsten, wie gesagt, Arwen beweglicher, Arwen älter, Arwen eventuell magischer oder zumindest magisch begabter. Eowyn halt definitiv eine Rüstung und Kampferfahrener. Also wie gesagt, ich halte es für eine knappe Kiste, würde aber Eowyn letztendlich doch dann den Sieg geben. Ansonsten bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Ich hoffe, ich habe jetzt wieder nicht zu abstrakt geredet. Oder ich habe leider ein paar Mal die Namen, wie gesagt, ein bisschen verwechselt, habe ich das Gefühl. Oder eben, dass das Thema zu abstrakt ist. Ich finde das Thema halt gerade deswegen interessant, weil man sich ja halt gut vorstellen kann, dass die Frauen wegen Aragorn nicht unbedingt aufeinander losgehen, aber zumindest eine, sagen wir mal, eine Konfrontation haben. Und ja, auch das habe ich ursprünglich aus dem Heathering Match-Up-Tweet, wie ja die meisten meiner Mittelerde Fight Club-Folgen oder die meisten Inspirationen. Aber natürlich ist es halt trotzdem meine Meinung. Ich habe jetzt da nicht extra irgendwelche Meinungen genommen, sondern nur die Grundidee daher. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ich von euch Kommentare lese und bin natürlich gespannt, wie ihr es fandet, beziehungsweise ansonsten sehen wir uns dann bei diesem Format nächsten Mittwoch wieder, sofern mir, wie gesagt, was einfällt. Wenn mir nichts einfällt, oder wenn ihr halt absolut sagt, dass ihr was anderes haben wollt, dann nächsten Mittwoch nicht. Und stattdessen was anderes, aber sonst schon. Und morgen halt zu den ganz normalen 3 Folgen. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Gehabt euch wohl.